Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir wollen los. Heißt, einmal die Mission machen und so ein bisschen den Ort erkunden. Mach mal die Mission. Ja, jetzt. Ich kann ja nicht zurückkommen. Ich bin ein bisschen weit weg, Jasmin. Doof ist, dass der Häcksler, der Dings unten dafür ist, ey. Der Schalter. Ja. Vielleicht können wir dir ja ein bisschen anderes Kabelmanagement ziehen, dass du einen Schalter oben am Balkon hast. Ne? Ja, besser wäre das, weil dann brauche ich nicht runterlaufen. Würde dir das gefallen? Mhm. Ich guck mal, was ich... Oh, eine Leitplanke. Wer hat denn die da hingesetzt? Ich guck mal, was ich da für dich tun kann, wenn ich zurück bin. Das wäre besser, ey. Was ist denn hier passiert? Tankstelle explodiert. Eieiei. Oh, hier gibt's auch Burger-Cancer. Hier gibt's auch den Burgerladen. Lass mich das nicht nochmal aussprechen. Hä? Wo kommt denn hier noch einer? Oh Mann, ey, was ein ekelhafter Versprecher. Kennst du das, wenn du aus Scham lachen musst? So, weil du dich schämst? Ja, öfter. Wenn ich mit dir unterwegs bin. Ja, bitte. Ich bin ja wohl, also mit mir kann man ja wohl rausgehen, oder? Da gibt's doch nichts, wo man sich für schämen muss. Also das kannst du dir jetzt gerade mal selber beantworten, oder? Ja, also klares Ja, mit mir kann man weggehen. Mhm. Mit mir kannst du 10-mal in den gleichen Laden gehen. Nee, hey, hey, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Peinlich. Bitte? Ich bin doch nur sehr kontaktfreudig. Mhm. Wow. Ja, hier ist immer noch abgeschlossen. So, ich soll hier was abholen. So, ich muss ja erstmal die... Ah, die Mission muss ich ja erstmal starten. Hast du auch aufgenommen? Ja. Guten Tag, junger Mann. Ich soll hier eine Lieferung abholen. Der schluckt aber. Zu meiner Verteidigung, die war echt weit weg. Also das hätte niemand getroffen. Da war ja prinzipiell nur ein Pixel. So, was haben wir denn hier in der Möbel erstmal? Einmal looten hier. Gammelfleisch, nehmen wir mit. Brauchen wir nicht, nehmen wir mit Maismehl. Ein Kochbuch. Noch mehr Kochbücher und ein Shamway-Sandwich. Damit können wir uns schon totschmeißen, ne? Damit können wir Schäden im Haus flicken. So viele Sandwiches haben wir. Sandwiches. Ein trübes Wasser vielleicht? Oh, geil. So, hier. Gegessen. Ich nehme mal einen Heizkörper mit, ne? Für Messing. Boah. Willst du jetzt alles erklären und erzählen, was du machst? Ja, na sicher, du bist ja nicht dabei. Du verpasst was. So, hier ist noch ein Heizkörper, nehmen wir auch noch mit. Hammer. Und den nehmen wir auch noch mit. Haben wir zumindest ein bisschen Messing in der Bude. Willst du eine Jacke haben? Nee, ne? Ein Puffermantel? Ich hab ihn zerlegt. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Ah, der hat orangen Augen, oder? Alter, ich bin so schlecht geworden. Ich treffe ja gar nichts mehr. Ich wüsste jetzt nicht, wann du mal gut warst, also... Nein, also...
Verglichen mit vorher bin ich noch schlechter geworden. Sagen wir es so. Da können wir gleich mal gucken. Okay, hier gibt's nichts. So. Kommode. Kleber. Junger Mann, Sie haben mir einen riesen Schrecken eingejagt. So. Rat mal, wer 4 Heizkörper gefunden hat. Ich nicht. Richtig. Aber mehr Tipps kriegst du nicht. Echt auf. Das reicht auch. Mehr brauchst du nicht. Nö. Rat mal, wer sogar 5 Heizkörper gefunden hat. Mhm. Oh, ich hätte mal die Hütte looten sollen und dann erst die Quest annehmen. Oh, ich habe sogar 6 Heizkörper. Oh, schon wieder die Alte kommt jetzt hier. Die Alte kommt jetzt hier? Ja, geiles Deutsch, ich weiß. Schon wieder die Alte kommt jetzt hier. Bestimmt, weil alles an ist hier. Ja. Ich weiß nicht nochmal. Oh, ein Rucksack. Katze. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt, ein Lootbag. Ja, hatte ich erst. Echt? Weil ich ja vorhin auch Rambazamba hatte. Ja. Ich habe schon lange kein Lootbag mehr gehabt. Ja, jeder das, was er verdient. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel eine Shotgun Messias Waffenkiste, ne? Jeden das, was er verdient. Kennst du Wayne? Bruce? John? Herbert? Herbert Wayne? Herbert Wayne? Jetzt hätte ich aber fast missgebaut. Nichts Neues, ne? Oh, ich bin noch weiter gebildet worden. Ja. Da bilden wir mich noch mal ein bisschen mit ein paar Bücher. 3 Bücher. So. Achso, ich muss ja hier die Kiste, die Tasche abholen, ne? 8 Meter, 6 Meter. Hä? So. Oder was? Hm? Ist ein bisschen überfordert gerade oder was? Ne, ich habe mich nur gewundert. Ich bin um die eine Wand rumgelaufen und jedes Mal hat er mir gezeigt, dass die hinter der Wand ist. Aber die war hinterm Bild. Oh nein. Ja, das habe ich mir auch gedacht, Jasmin. Aber dann konnte ich meine kognitiven Fähigkeiten anstrengen und bin auf das Ergebnis gekommen. Hm. Ja, so war das. Dieser ganze Trubel. Nichts für dich, ne? Denk dran, dein armes Herz. Ja, dieser Stress. Ich war mir jetzt auch unsicher, wie ich da agieren soll. Und kamst du damit überhaupt klar? Ich weiß nicht, ich werde heute Nacht bestimmt richtig schlecht schlafen können. Ja, das ist ja auch normal zur Zeit. Hier ist noch ein Polizeiauto. Aber wo hat er denn so viel Kohle gesehen? Unten in der Kiste, die zweite. Ach, da, jawollo, ey. Ja, gern geschehen, ne? Hm. Kannst mir später ein Denkmal bauen. Hm. Was denn? Nee, mal, ohne Worte. Krieg ich kein Denkmal? Nee. Obwohl ich so viel Kohle gesammelt habe. Hm. Das ist ja frech. Geht noch mehr. Geht immer besser. Alter. Säure jetzt selten. Reicht's. Geht mir aber langsam hier echt auf den Pisser. Habe ich Benzin in der Tasche? Ja. Ist nicht gerade eine gekreischt? Ganz bestimmt. Hä? Habe ich mich verhört? Ah, das ist jetzt ärgerlich. Also wenn ich das abbaue, dann geht so viel verloren.
Hier habe ich mich wohl verhört. Ja, ich lasse das einfach. Oder ist sie bei dir? Nee, ich bin allein unterwegs. Habe ich mich wohl verhört? Es liegt im Bereich des Möglichen. So, ich bringe jetzt einmal meine Quest weg, dann komme ich nach Haus. Ne, dem wird Zeit. Ja. Ein paar Vorbereitungen treffen ist ja nicht mehr lang. Ist ja noch morgen der Tag denn und abends geht es ja schon wieder los, ne? Hast du noch so. Messing und so? Oder? Ich bin dabei, also ich bringe welches mit. Incredible. Blei auch? 37 Blei habe ich. Aber ich habe dir doch Blei auch in die Kiste gebracht. Ja, ich habe schon alles eingeschmolzen, keine Sorge, aber ich bin gerade dabei, alles zu verbrauchen. Weil wir brauchen es ja so oder so. Wieso kann ich das nicht nehmen? Ich habe doch da einen Slot frei. Weil du doof bist. Vielleicht sind das mehrere. Was willst du denn nehmen? 9 mm Munition. Vielleicht bist du voll? Nö, ich hab's jetzt rausgeschmissen, dann habe ich die Munition nehmen können. Also ich habe was rausgeschmissen, dann die Munition genommen und dann konnte ich das wieder aufnehmen, was ich weggeworfen habe. Das ist ja skurril. Wie meine Fahrkünste. So. Soll ich dir noch ein paar antike Antiquitäten mitbringen? Was? Was? Hi, Lara. So, jetzt haben wir 1,5 Kilometer. Hier sind viel mehr Zombies als bei uns. Kommt noch. Also hier ging es jetzt auch die ganze Zeit ein bisschen runter und rüber. Oh, wir brauchen unbedingt das Auto. Zamba. Damit wir echt mal Touren machen können und den Kofferraum richtig vollrotzen. Ja. Stehen wir die ganze Zeit hinter der Karre so. Du, wenn dann. Ich bestimmt nicht. Findet er wieder lustig, ey. Ja. Der Japfel. Du nicht, ne? Nee, nicht so. Warum nicht? Warum? Das macht man. Du musst auch, wenn du Stiefel hast, da, ne? Neue Lederstiefel, da musst du reinpinkeln. Deswegen stinken deine Schuhe immer so. Nee, das kommt von meinen Füßen. So. Ja, ja. Ich habe ja auch keine Lederschuhe. Noch nicht. Kaufe ich mir demnächst. Und einen Fuchsschwanz. Und ein Manta. Was soll ich denn damit? Na, Manta Manta nachspielen. Was? Wer will denn Manta Manta nachspielen? Na du. Ach Quatsch. Ich kaufe mir einen Twingo. Twingo? Ja, den ganz alten mit dem Schiebedach früher. Ja, ja. Dann habe ich ein Cabrio. Damit glänze ich im Sommer. Weißt du, was bei dem Twingo richtig geil kommen würde? Flügeltüren. Ja, aber du wirst es mir gleich sagen. Hab ich schon. Ja. Und dann fliegt das Ding weg. Nein, weil der so riesige Türen hat. Ja, und beim nächsten Windstoß fliegt das Ding. Ja, das kann sein. Wiegt ja auch nur 100 Kilo oder so. Mit Insassen. Ups. So. 200 Meter noch. Dann kann ich dir deinen ersehnten Messing einschmelzen. Aha. Hast du jetzt dafür eine... Brauche ich auch Blei, ne? Das habe ich. Hast du jetzt einen Ofen für Messing? Also wo du jetzt... Oh. Kleiner Moment. Baller einfach überall alles rein.
Alter, was schluckt die denn? Die ist ja heftiger als deine Mutter. Also. Tut mir leid. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Kurzform für Wichser, ja. So. Eine Bottle of Water. Munition. Neun Millimeter hast du gar nicht gemacht diesmal. Ich bin noch... Nee, erstmal, weil wir Maschinengewehr mehr nehmen. Ja. Und ich bin ja noch nicht fertig. Richtig, nee, ne? ich frag nur. Hätte ja... Wundert mich, dass da noch nichts drin ist. Weil du sonst immer alles gleichzeitig gemacht hast. Ja, ich komme hier nicht so gut voran, weil mir ein bisschen was fehlt. Ja, geh doch looten. Ja. Für mehr Tipps folgt mir auf Instagram. So, wo schmilzt du Messing immer ein? Unten die? Ich schmilze immer überall. Willst du Kochbücher noch lernen? Ja, immer her damit, ne. Warte, ich habe hier drei Stück. Oh, wo haben wir denn Robotikteile reingeschmissen? Spaghetti freigeschaltet. Spaghetti? Mhm. Cool. Noch wegräumen hier. Das hast du da auch drin. Ein Wasser kann ich noch abkochen. Rezepte. Wasser. Kochen. So, Kaffeepulver. Brauchen wir ein Kaffeepulver? Hier. Das hätte ich jetzt noch zum Einschmelzen, das zum Wegpacken und das kommt hier rein. Das. So, und... wir haben genug Jetons für die, um uns das Fahrwerk zu kaufen. Ja, ach siehst du, das wollte ich gucken. Genau, siehst du? Soll ich da nochmal schnell losfahren, dass wir das schon mal hier haben? Nicht, dass der sein Sortiment ändert? Meinst du nicht, dass er schon zu hat? Ja, ja. Vielleicht ein bisschen zu knapp geworden. Hast du nur zwei Schmieden? Ja. Hab ich. Deine und meine. Holzklotz, Leder, Klebeband, kurzes Rohr und Pflastersteine. Würde sich noch eine Schmiede bei dir lohnen? Ja. Okay, warte mal, dann machen wir erstmal den Holzklotz. So, und dann machen wir nochmal... Oh, Schmiede. Drei Rohr, drei Klebeband. Damit ist Klebeband alle. Hm. 10 Leder.
Leder und die Anfänge der Liebe. Das ist ein Buch. So. Dann kann ich noch die Schrotkugeln wegpacken. Schrotmunition machst du fast gar nicht, ne? Aber wir haben ja auch noch. Nein, nehmen wir ja auch irgendwie nicht so. Ja, ich nehme die immer noch mit dazu, aber. Das passt schon. So, dann haben wir hier noch einen Lederponcho. Hat der überhaupt Verkaufswert? Ja. So, Schmiede ist auch schon fertig. Soll ich dir die oben mit hinstellen? Kannst du. Dann hast du die beisammen. Aber nicht zu doll im Weg, damit ich dann noch vorbei... Weil hier, das ist im Weg hier. Nee. Doch. Bin ich gar nicht. Bin ich schon. So, ich habe die Kiste leer gemacht. Kannst du wegprügeln. Stein auch? Ich denke, ne? Ja, komm, ich helf dir. Okay. Man kann aber nicht reinfallen. Ja, den Betonmischer, da ist jetzt halt die Frage, den kriegen wir ja nicht weg, ne? Kann man ja nicht abbauen. Ups. Geht das so? Ich würde den Betonmischer gerne abbauen, aber geht das? Und wenn ja, wie? Mit der Spitzhacke oder mit der Rohrzange? Weiß es nicht. Probier's mal aus. Vielleicht kriege ich auch die ganzen Komponenten wieder. Dann würde ich den gleich neu bauen und dann packe ich den über den anderen. Ich krieg keinen Motor. Ja, wir haben ja alles da. Oh, jetzt kommt da schon wieder einer. Okay, ich habe nur anteilig die Sachen wieder gekriegt. Kannst du das mal kurz machen? Ja. Wenn du mir sagst, wo die ist. Was weiß ich denn? Ist sie nach vorne gegangen? Stimmt, vorne. Ja. Jetzt hat sie auch noch geschrien. Ja. Kriegst du hin, ne? Habe ich hier auch hingekriegt. Nein. Absolute Überforderung. Nein. Das schaffe ich nie. Scheiße. Kommt ein Grüner auch noch. Also ich würde mich beim Schießen nicht auf mich verlassen. Ich bin ja so schlecht geworden. Ich sag's nochmal, du warst nicht wirklich, noch nie wirklich gut. Aber so schlecht war ich auch nicht. Anscheinend schon.
Okay. Wieso passt das da alles nicht rein, ey? Ich hab mich mal drum gekümmert hier um dein Problem, Jasmin. Lorbeeren an mich. So, was passt denn nicht rein? Es rutscht immer durchs Loch durch. Zwei, 15, 6. Aha. Und hiervon bräuchten wir 50. Ja, wir haben nicht genug geschmiedetes Eisen. Du hast die Schmieden alle im Gang. Ah, nee, hier ist welches drin. Alles gut. Und was habe ich das jetzt hier? Büscher? Zementbüscher. Da haben wir den guten doch. Genau, und den Rest wollte ich hier wieder reinpacken. So, dann bringe ich meine Sachen einmal noch schnell rüber. Gut. Ist hier was drin, ne? Mach mal ein bisschen Stein rein hier. Das noch einmal hier rüber, dann haben wir das zumindest weggeräumt. Dann könnte man nächste Folge anfangen, hier weiter aufzuwerten, ne? Aufwerten, bauen. So die letzten Vorbereitungen für den Blutmond. Zumindest, dass das schon mal so weit stabil ist. Siehst du, hier Wasserfilter, ah, das wollte ich auch noch machen. Elektrozaun, Pfosten, da habe ich jetzt noch gar nichts, ne? Habe ich unten reingepackt. Nee, ich meine, habe ich schon welche aufgebaut? Nee. Weiß ich nicht. Das passen würde von der Länge. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Mann! Scheiße! Oh. Ansonsten. Ach Mann, ich und die Pistole. Könnt ihr hier vielleicht sonst nochmal so einen kleinen Aufstieg bauen? Vielleicht so einen Vorsprung. Oder man geht hier vorne ran. Aber ich würde die am liebsten hinter der Wand setzen, damit die Polizisten die nicht direkt abspucken. Weil wenn du die jetzt nicht, oh, hier, guck mal. Ja, ich gucke. Wo bist du denn? Wenn du die nicht direkt einbaust, sag ich jetzt mal, hinter Beton, die Elektrozaunpfosten, dann kann es natürlich auch sein, dass die Polizisten die kaputt spucken, ne? Kannst du haben.
Das wollte ich eigentlich auch noch abändern. Ich wollte ja die beiden Sachen wegbauen und die Kiste in die Wand setzen. Eigentlich. Ach, ich weiß nicht. Hier vielleicht nochmal so ein paar Stachelfallen. Einfach nur so eine Reihe. Und das beim nächsten Mal. Dann brauche ich nochmal eine neue Vierer-Druckplatte. 1 zu 4 oder was die hat. Oder 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Dann das Ding in eine Wand rein. Damit das ein bisschen symmetrisch ist. Und mit den Zaunpfosten, da muss ich echt mal gucken. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ich muss ja mit dem Kabel hinkommen, aber ich möchte auch, dass das Gesamtansehen auch gut aussieht, ne? Gesamtansehen? Naja, hier vom Bunker selber. Der soll schön aussehen, letztendlich. Die Optik. Genau. Ich möchte vorne auch noch so eine Art Tor bauen und also so wie so ein Eingangsbereich, was man nicht zumachen kann. Das muss ich nur aufwerten, das darf ich nicht vergessen. Das wäre noch wichtig. Ansonsten hier, gut, ist halt Baustelle. Muss ich mal erstmal selber gucken, was ich jetzt hier als nächstes anfange. Ja, und hier einmal da unten und hier drüben bestimmt auch aufwerten, ne? Ja, hier ist auch noch alles Holz. Ah, nee, das muss ja sogar noch Holz bleiben. Jetzt weiß ich auch wieder, wofür dieser Gang war. Oh Gott, das habe ich schon voll vergessen. So. Na gut, aber da werden wir dann wahrscheinlich die nächste Folge beigehen. Ja, nächste Folge müssen wir hier ein bisschen bauen. Bauen, ja, aufwerten. Mein. Ein bisschen verschönern. Ah, kriegen wir hin. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Schaltet wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao.